Wieder einmal heiße ich euch standhafte Patrioten herzlich willkommen zu unserem Spaziergang. Ja, heute wieder Spaziergang. Gegen religiösen Fanatismus, gegen Glaubenskriege und für die Meinungsfreiheit. Wie immer. Wie immer, bevor wir anfangen, die übliche Belehrung, kein Alkohol, keine Hunde außer blinden Hunden, Verbot zum Mitführen von Glasflaschen und anderen Gegenständen, welche splittern könnten, und die Fahnenstangen heute wieder wegen der Oberleitung auf 1,50 bitte runter. Auch den Anweisungen der Einsatzkräfte und Ordner ist wie immer Folge zu leisten. Wieder an dieser Stelle ein Riesenapplaus für alle, die für uns hier da sind und das absichern, dass wir hier ganz in Ruhe spazieren gehen können. Und eben wie in der Vorwoche möchte ich auch heute wieder den Vortritt einer mutigen Frau überlassen, welche ein paar kurze Worte an euch richten will. Begrüßt mit mir recht herzlich Tatjana Festerling. Ja, guten Abend, Dresden. Erst einmal möchte ich euch allen hier auf dem Platz und auch allen anderen, die sich im Wahlkampf so engagiert haben, ganz herzlich danken. Wir gemeinsam haben für sensationelle Rekorde gesorgt. Mehrfach gab es den Ausspruch, das hat es ja noch nie gegeben. Innerhalb von 6 Stunden waren meine 240 Unterstützerunterschriften zusammen. Das hat es noch nie gegeben. Am Ende waren es 1002 Unterschriften. Das hat es noch nie gegeben. Am ersten Tag der Briefwahlausgabe waren in der ersten Stunde 500 Dresdner am Wahlamt, um sich die Unterlagen abzuholen. Auch das hat es noch nie gegeben. Und wir hatten insgesamt 510 Wahlbeobachter. Das hat es noch nie gegeben. Und ihr Dresdner habt gut 150.000 Flyer flächendeckend in Dresden verteilt. Auch das hat es so noch nie gegeben. Und nicht zuletzt haben wir mit geringsten Mitteln aus dem Nichts innerhalb von 2 Monaten fast 10% geholt. Auch das hat es so noch nie gegeben. Nun, schauen wir eine Woche nach der Wahl auf die Lage, sehen wir folgendes Bild. Wir haben uns verbreitert, stehen nun mit 2 starken Spielern auf dem Feld. Einmal mit Pegida als Widerstands- und Freiheitsbewegung, die mit ihren 10 Dresdner Thesen die Missstände der Politik benennt und die Menschen seit Monaten zu Tausenden auf die Straße bringt. Und wirkt, wie man an den Verhandlungen der beiden Markusse, CSU-Finanzminister Markus Söder und Sachsens Innenminister Markus Ulbich, sieht. Die beiden fordern nämlich auf einmal mehr Grenzkontrollen im Schengen-Raum. Genau das hatten wir in unseren Pegida-Reden. Genau das hatten wir in unseren Pegida-Reden im März und April, also noch vor dem G7-Gipfel, bereits klar gefordert. Und neben Pegida haben wir nun mit der OB-Kandidatur und den 21.000 Dresdnern, die ein ganz klares Votum abgegeben haben, auch eine starke politische Position geschaffen. Und diesen politischen Arm werden wir natürlich auf- und ausbauen. Einen
Tag nach der Wahl fragten die Dresdner Neuesten Nachrichten den Politikprofessor Werner Patzelt, ob mein Verzicht auf den zweiten Wahlgang zugunsten des bürgerlichen Kandidaten Hilbert ein Affront gegen die etablierten Parteien sei. Und Patzelt sprach von einer süßen Rache an jenem rot-rot-grünen Bündnis, das sich gegen Pegida wie Weiland die spanische Inquisition aufgespielt hat. Dabei aber vergaß, dass man Bürgerverhalten in den Wahlkabinen einer Demokratie nicht kontrollieren kann. Und das ist doch eine interessante Bewertung, die ins Schwarze trifft und uns aus der Seele spricht. Und die DNN hat sogar korrekt gefragt. Ich habe nämlich letzten Montag nicht aktiv dazu aufgefordert, im zweiten Wahlgang Hilbert zu wählen, sondern durch meinen Verzicht lediglich den Weg frei gemacht. Den Wahlkampf um meine Wählerstimmen, den muss er schon selber führen. Und vor allem, er muss etwas liefern. Es ist Sommer, es sind Ferien. Und dazu kommt, dass viele Dresdner maßlos enttäuscht und sauer sind über die monatelangen Rassistenvorwürfe und das konsequente Ignorieren der Probleme, die offensichtlich sind. Und für die hat auch ein Herr Hilbert bisher keine Lösungen geliefert. Ja, er hat nicht einmal offene Gesprächsangebote gemacht. Und daher wird es wirklich spannend zu schauen, wie Hilbert meine 21.000 Wähler motivieren will, ihm ihre Stimme zu geben und vor allem, was er dafür verbindlich anbietet. Hilbert muss kämpfen. Hilbert muss Signale setzen. Nur allein da zu sein und die üblichen Parolen zu schwingen, wird bei den kritischen Dresdnern nicht reichen. Ein konkreter Vorschlag dazu liegt auf dem Tisch. Die freiwillige Selbstverpflichtung seiner ersten Amtshandlung als OB im Rathaus. Internes Schreiben an alle 6.000 Angestellten der Stadt, in dem er ausdrücklich begrüßt, wenn sich städtische Mitarbeiter politisch engagieren und ihr Recht auf Meinungsfreiheit und Demonstration wahrnehmen. Das dürfte einem FDP-Politiker, also einem freien Demokraten und Vertreter einer Partei, die sich Liberalität auf die Fahnen schreibt, ja wohl nicht allzu schwer fallen, oder? Und Hilbert wird jetzt an seinen Taten gemessen. Will er die Stange schlagen, dann muss er den Dresdnern etwas liefern. Und legt er im Wahlkampf kein Engagement an den Tag, dann muss er aufpassen, dass hier nicht der Verdacht aufkommt, man habe hinter den Kulissen längst das Postenspiel gespielt. Dann geht Hilbert als der Stangemacher in die Dresdner Stadtgeschichte ein und wird sich bei einem Großteil der Menschen in dieser Stadt nicht mehr blicken lassen können. Also nehmen wir Hilbert in die Pflicht. Kommen wir zu Frau Stange. Sie meint, mit ein paar sozialpolitischen Sprüchen die zu kurz gekommenen meiner Wähler abfischen zu können. Na, wenn sie sich da mal nicht vertut. Meine Wähler haben sich ganz bewusst für eine unabhängige Kandidatin entschieden, die für freiheitlich-konservative Werte steht und diese konsequent und mit deutlichen Worten einfordert. Und als typisch linke Politikerin meint Stange nun, mit blumigen Versprechungen und Verheißungen auf Geldgeschenke aus der Staatskasse zu wedeln und sich diese Stimmen kaufen zu können.
Sowas funktioniert aber nur bei Linken und Grünen und denen, die die Eigenverantwortung gerne an andere abgeben. Und Frau Stange, an Äußerungen wie diesen erkennt man das typische Politikerproblem. Sie leiden an Hybris und Selbstüberschätzung und halten die Menschen, im Merkel-Sprech heißt das, die Bürger da draußen im Land, für doof. Apropos die radikalen Linken, die ärgern sich schwarz, weil sie doch eigentlich diejenigen sind, die sich den Kampf gegen das Establishment auf die roten Fahnen geschrieben haben. Doch dieses Alleinstellungsmerkmal haben sie verraten und verkauft. Sie haben auf Stange gesetzt und saßen mit ihr bei der SZ-Propagandaveranstaltung im Hilton so richtig schön etabliert zwischen CDU und FDP auf dem Podium. Willkommen als Systemlinge. Tja, und auch die ganz Rechten sind sauer auf uns. Sie wollen ihre rechtsradikalen Ziele auf Biegen und Brechen durchsetzen und sehen im Verzicht auf den zweiten Wahlgang ein Zeichen von Schwäche. Insbesondere NPD-Vertreter aus dem Westen maßregeln nun, dass es völlig Schnuppe sei, wenn Stange gewinne. Daran würde Dresden schon nicht kaputt gehen. Und das sehen die Dresdner glücklicherweise völlig anders. Stange in Dresden zu verhindern, bedeutet nämlich, den rot-rot-grünen Träumen, dieses Modell im Bund zu etablieren, einen dicken Strich durch die Rechnung zu machen. Wie geht es nun weiter? Ich werde das täglich gefragt und natürlich brennt diese Frage jedem unter den Nägeln. Und in schnelllebigen Zeiten von Twitter, WhatsApp, Facebook und so weiter werden sofortige Reaktionen erwartet. Aber erstens wollen wir nicht reagieren, also uns von anderen treiben und drängen lassen, sondern agieren. Also das Tempo, die Inhalte und die Strategie selber in Ruhe und mit Bedacht entwickeln. Und natürlich ist die Verführung groß, eine schnelle und möglichst auch noch geniale Lösung aus dem Ärmel zu schütteln. Weil wir jetzt den Schwung haben, das Momentum, könnte man meinen, dies sei der ideale Zeitpunkt, zum Beispiel eine neue Partei zu gründen. Doch dieser Verlockung müssen wir widerstehen, sonst sind wir wie die anderen. Und ich selber stehe für Schnellschüsse oder unüberlegte Handlungen nicht zur Verfügung. Mehrfach habe ich in Reden auf die Negativauslese in der Politik hingewiesen. Auch darauf, dass die Besten der Besten nicht mal mehr Ambitionen haben, sich dem Politikgeschäft zu nähern, sondern im Gegenteil, sich fernhalten. Aber genau um diese Menschen geht es. Wir brauchen die klugen Köpfe, die der Politbetrieb bisher ignoriert hat, weil sie zu unbequem, zu freiheitsliebend und zu unabhängig sind. Und genau diese Potenziale sind es, zu denen wir jetzt den Kontakt suchen werden. Es geht um Ziele mit Weitblick. Es geht um Inspiration, Diskussion und das Ringen um die beste zukünftige Strategie. Eine Strategie mit Substanz. Und schnelle, effekthaschende Aktionen werden die Politik in Deutschland und Europa nicht verändern. Das können wir nur, indem wir weiterhin auf die Straße gehen, uns politisch klug positionieren und unser gemeinsames Oberziel nicht aus den Augen verlieren. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland.
Und zum Schluss möchte ich euch bitten, die Plakate, für die ihr Geld ausgegeben habt, die ihr gehängt habt, die ihr bewacht habt, bis zum Donnerstag wieder einzusammeln und sie trocken aufzubewahren und einzulagern. Wir werden sie wieder brauchen, ob für Bürgerbegehren und vor allem für die nächsten Wahlen. Und zum Schluss möchte ich noch einen ganz kurzen Gruß an meinen Vater richten, der gerade im Krankenhaus liegt und morgen auf YouTube zuschauen wird. Bitte werd wieder schnell gesund. Vielen Dank! Auch von mir gute Besserung an deinen Papa. Vielen Dank, Tatjana. Liebe Freunde, heute machen wir was ganz anderes. Bevor ich zu meiner Rede komme, begrüßen wir jetzt noch einen Gast aus München. Es gibt wohl kaum jemanden in Deutschland, der mehr Wissen über Islam, Islamkritik, die Islamisierung Deutschlands und über die linke Gewalt in Deutschland weiß. Begrüßt mit mir recht herzlich Michael Stürzenberger aus München. Danke, Lutz. Hallo Dresden! Hallo Sachsen! Hallo Deutschland! Wo sind die Gegner der Islamisierung? Wo sind die Gegner des hemmungslosen Asylmissbrauchs? Wo sind die Gegner des linken Gesinnungsfaschismus? Wo sind die Freunde der Demokratie? Der Freiheit? Der Menschenrechte? Gut so! Freunde, es ist schön, wieder bei euch zu sein. Ich war im Dezember schon mal hier, da bin ich als Spaziergänger mitgelaufen unter 20.000 von euch. Es war klasse, es war toll, den Ruf zu hören. Wir sind das Volk. Und da habe ich gespürt, hier ist die Keimzelle des Widerstandes. Hier sind Menschen, die haben klaren Verstand, die lassen sich nicht anlügen. Denn ihr wurdet jahrzehntelang angelogen. Ihr habt die aktuelle Kamera live erlebt. Ja? Hat jemand von euch das Märchen vom antifaschistischen Schutzwall geglaubt? Ihr wurdet eingemauert und ihr wusstet es. Und ihr habt die ganzen Gesinnungsspitzel unter euch gehabt, die Stasi und alle. Und jetzt fragt man sich, was hat sich nach der Wende geändert, die ihr so toll erkämpft habt, indem ihr auf die Straße gegangen seid? Was hat sich verändert? Jetzt ist eine SED-Parteitante ist jetzt hier drauf und dran, Oberbürgermeisterin zu werden. Macht ihr was dagegen? Freunde, es ist wirklich schön, hier bei euch zu sein, weil es tut echt gut, keine linken, plärrenden, schreienden, idiotischen Gegendemonstranten zu haben. Wo sind die? Habt ihr die alle in die Elbe geschmissen? Ich find's klasse. Also ihr wisst ja, ich habe in München, habe ich ja immer diesen ganzen Mob vor mir. Gell? Also es sind linksextreme Gegendemonstranten, es sind Moslems. Ihr kennt ja noch den einen Moslem, der mir vor laufender Kamera gesagt hat, er will mir den Kopf abschneiden. Gell? Da habe ich ihn angezeigt, da war ich bei der Kripo und da hat mir der Kripo-Beamte gesagt, das ist der Harun, den kennen wir, der meint es gar nicht so. Gell? Ja? Ein halbes Jahr später war er in Syrien im Dschihad mit 20 Tonnen Sprengstoff und mit der Kalaschnikow, hat zwei syrische Soldaten umgemäht. Gell? Aber der meint es nicht so, das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Gell? Ja? Hey Leute, die Menschen haben keine Ahnung, mit was wir es zu tun haben. Wirklich, die glauben alle, das ist nur so ein Spiel und das ist nur im Ausland, wenn sie denen die Köpfe abschneiden. Gell? Und hier bei uns in Deutschland, das sind nur ganz nette, gell? Der nette, friedliche Dönerbudenbesitzer, ne? Und der Gemüsehändler, hier ist alles in Ordnung. Leute, ihr täuscht euch nicht, ihr wisst, was los ist. Ihr wisst, was überall in der Welt los ist und bei uns tickt die Uhr, dass es genauso auch losgeht. Ich sehe hier ein schönes Plakat. Frauenkirche, das wird keine Moschee. Super, das ist die richtige Einstellung. Vorgestern am Samstag waren wir in Pfaffenhofen. Gell? Da wurde eine Moschee eingeweiht von der DITIB. Und wir fragen uns, warum das überhaupt noch Pfaffenhofen heißt. Das müsste eigentlich Imamhofen mittlerweile heißen. Du, da rollen sie alle den roten Teppich aus. Alle drei Bürgermeister waren da bei der Einweihung. Gell? Die haben eine riesen Menschenkette vor der Moschee gebildet. Unsere Gegendemo haben sie 200 Meter auf den staubigen Parkplatz verschoben. Ja?
Es ist unglaublich. Das ist die DTIP. Ja? Ihr wisst ja, die DTIP, die hängt an der Diyanet der türkischen Religionsbehörde. Versucht mal als Christ in der Türkei eine Kirche zu bauen. Da habt ihr Pech gehabt, gell? Da ist nämlich nichts mit Toleranz, ne? Bei uns fordern sie es ein und dort in ihren Ländern, da geben sie es nicht, da werden Christen verfolgt, diskriminiert und getötet. Wollt ihr das in Dresden? Nein. Richtig! Das ist der Geist des Widerstandes. Ihr lasst euch kein X für ein U vormachen. Ihr wurdet jahrelang angelogen. Und hier in Dresden ist die Keimzelle des Widerstandes. Ganz Deutschland ist stolz auf euch, Dresdner. Ihr werdet in die Geschichte eingehen. So, wir waren in Pfaffenhofen und wir waren ja nicht viel. Da trauen sich ja nicht viele zu so einer Demo, wo da 100 Gegendemonstranten sind, wo Pressevertreter jeden Einzelnen abfotografieren. Aber von den ungefähr 20 Leuten war also ein aramäischer Christ aus der Türkei. Der ist heute auch wieder dabei, der Fikri, gell? Der weiß, was los ist. In der Türkei war der Völkermord an den Armeniern und Aramäern. Er weiß, was los ist. Dann hat man eine Brasilianerin, da hat man einen syrischen Kurden und eine Kroatin. Wisst ihr, was die Lügenpresse geschrieben hat? Fremdenfeindliche, rassistische, ausländerfeindliche Demonstration. Die sind irre. Was ist euer Wort dafür? Richtig, Freunde, die Presse ist verlogen, wie es verlogen immer geht. Und warum? Weil sie Angst vor uns haben. Die wissen, wir haben alle Argumente, alle Fakten. Und die anderen können uns nur diffamieren, verleumden und die ihre Leser und Zuschauer belügen. Gell? Aber damit wird bald Schluss sein. Gell? Weil schon Friedrich der Große hat gesagt, die Wahrheit, die braucht keine Gewalt, um sich durchzusetzen. Die muss nur erscheinen und schon werden die dunklen Wolken der Lügen werden dann vertrieben. Und wir schaffen es alle zusammen. Denn wir sind unbeugsam. Wir wissen, wir haben einen mächtigen Verbündeten und das sind die Fakten und die werden sich durchsetzen. Und wir werden uns wehren gegen diesen linken Gesinnungsfaschismus. Übermorgen ist der 17. Juni. Ihr wisst ja genau dieses Datum, ja, der Volksaufstand in der DDR, wo die Arbeiter aufgestanden sind und sich versucht haben zu wehren gegen diesen sozialistischen Faschismus, gegen diese Unterdrückung, wurde damals mit Panzern niedergebügelt. Und wir machen in München, machen wir eine Kundgebung in Erinnerung an diesen Aufstand und wir sagen, damals der linke Gesinnungsfaschismus, der hat sich fortgesetzt und ist jetzt wieder mitten in Deutschland und verbirgt sich hinter solchen Begriffen wie Buntheit, Toleranz, Integration, Kultursensibilität. Leute, hinter diesen Begriffen verbirgt sich ganz klar die totale Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Denn wer den Islam kritisiert, der wird sofort gebrandmarkt als undemokratisch, als intolerant, als ausländerfeindlich. Was haltet ihr davon? Das ist doch alles Mist, oder? Wir werden uns dem niemals beugen. Und ihr habt in Dresden ja auch bestimmt so langsam die Schnauze voll, dass euch hier immer mehr Asylmissbraucher untergeschoben werden. Das ist ja in ganz Deutschland so. Die werden ja zu Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden reingekarrt. Jetzt heißt es ja nicht mehr Asylbewerber, jetzt heißt es ja Flüchtlinge. Gell? Flüchtlinge hört sich ja viel netter an. Das sind ja arme Flüchtlinge. Leute, wir werden wieder angelogen. Die meisten von denen, ja, das sind Glücksritter, die kommen her, weil sie sich hier versprechen, dass hier die Tauben vom Himmel runterfallen, ne? Und das Honig fließt und alles. Ja? Die wollen hier in die Sozialsysteme rein. Die glauben, dass sie hier schön leben können auf unsere Kosten. Wollt ihr das? Nein. Richtig! Sie sollen in ihren Ländern fleißig sein, sie sollen arbeiten, sie sollen was tun, aber nicht hierher kommen und uns ausbeuten. So schaut's aus. Nur 2% sind wirklich asylberechtigt. Ja? Und die restlichen 98% müssten eigentlich schnell zurückgeführt werden. Wir bräuchten keine Integrationsbeauftragten, wir bräuchten Rückführungsbeauftragte. Aber schnell, ja, zügig, das muss ganz schnell abgehandelt werden, wer hier wirklich berechtigt ist. Und wir sagen eins, in den islamischen Kriegen, in den innerislamischen Kriegen, die da alle herkommen, weil wir haben ungefähr 2/3 Moslems bei diesen ganzen Flüchtlingen, ja, die sollen gefälligst von islamischen Nachbarländern aufgenommen werden, ja, denn der Islam
Der Islam ist verantwortlich für diese ganzen Kriege. Und wenn sich Schiiten und Sunniten und Alawiten und Aleviten und sonstige bekriegen, dann sollen ihre islamischen Brüder dafür sorgen und nicht alles nach Europa reinschaufeln und wir müssen dafür bluten. Ihr wollt es, glaube ich, nicht, oder? Dafür bluten. Und es muss endlich aufhören mit diesem Wahnsinn, der durch den Islam verbreitet wird. Ihr wisst ja, die meisten sagen ja, es hat nichts mit dem Islam zu tun. Gell? Da sehe ich ein schönes Schild, Toleranz hat nichts mit dem Islam zu tun. Und der Spruch stimmt. Das ist nämlich so ziemlich das Einzige, was nichts mit dem Islam zu tun hat. Denn Gewalt, Ausrauben, Krieg, Töten, Kopf abschneiden, Kreuzigen, alles hat mit dem Islam zu tun. Ja? Und das, glaube ich, wollen wir nicht in Deutschland. Gell? Das hat auch nichts mit Religionsfreiheit zu tun. Gell? Weil Religionsfreiheit hört da auf, wo die anderen Gesetze tangiert werden. Ja? Recht auf körperliche Unversehrtheit, Gleichheit von Mann und Frau und so weiter. Ja? Der Islam hat mit unserer demokratischen Rechtsordnung überhaupt nichts zu tun. Und das werden wir niemals in Deutschland werden wir das ausbreiten lassen. Niemals. Und dafür stehen wir. Und dafür kämpfen wir, weil wir Patrioten sind, weil wir unser Land lieben. Und niemand braucht auch nur einem von uns vorwerfen, dass wir, die wir gesunde Patrioten sind, dass wir Ausländerfeinde oder Rassisten werden. So ein Blödsinn. Wir sagen alle herzlich willkommen, die bei uns sind, die sich integrieren, die mitmachen, die unser Land lieben, ganz wichtig, ja, die gern hier sind und hier nicht unser demokratisches Grundgesetz durch die Scharia ablösen wollen. Die sind willkommen. Die sind willkommen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ein Akif Pirinci, der im Alter von 9 Jahren aus der Türkei hergekommen ist, der ein glühender Patriot ist, der das Buch geschrieben hat, Deutschland von Sinnen, der wirklich mit dem Islam abrechnet und mit den linken Idioten abrechnet, der ist mir 1000-mal lieber als jeder linke Bio-Deutsche, der dieses Land hasst und der uns hier bekriegt. Denn wir sagen, es ist nicht entscheidend, wo jemand herkommt. Es ist entscheidend, was jeder im Kopf hat, was er denkt, was er sagt und wie er handelt. So beurteilen wir die Menschen. Und wehe diesem Vertreter der Lügenpresse, der es noch wagt, uns als Ausländerfeind, Rassist oder als Nazi zu bezeichnen. Dieser Lügenpresse gehört das Maul gestopft. Entschuldigung. Freunde, letzte Woche war ich auch mit Michael Mannheimer vor Gericht. Da hat die Lügenpresse, und zwar die Stuttgarter Zeitung in dem Fall, uns als bekannte Neonazis bezeichnet. Ja? Also es wäre genauso, wenn man einen Tierschützer jetzt als Tierquäler bezeichnen würde. Ja? Oder einen Pazifisten als Kriegstreiber. Das wäre genauso irre. Also ich meine, ich habe die Weiße Rose wieder gegründet. Ich bin erklärter Gegner von jedem Faschismus, jedem Extremismus, auch dem National-Sozialismus, der übrigens damals mit dem Islam einen Pakt geschmiedet hat und haben sich beide die absolute Ähnlichkeit ihrer Ideologien bestätigt. Also ich bin der erklärte Gegner des Nationalsozialismus. Und da saß man vor Gericht, ja, Michael Mannheimer und ich, und dann hat dann der Richter gemeint, ja, das wäre Meinungsfreiheit. Gell? Wäre Meinungsfreiheit. Und der gegnerische Rechtsanwalt hat gemeint, ja, ein heutiger Neonazi, der könnte ja auch jetzt zum Beispiel pro-Israel sein und der müsste gar nicht irgendwie die Juden schlecht finden oder sowas. Ja? Mit diesen beschissenen Argumenten soll das jetzt praktisch legitimiert werden, dass man uns als bekannte Neonazis bezeichnet. Das ist ein Wahnsinn. Die Justiz, das war übrigens in Stuttgart, grün-rot regiert. Passt auf, dass euer Sachsen nicht auch grün-rot irgendwann regiert wird. Weil dann habt ihr solche, Entschuldigung, beschissenen Richter, die dann sowas aburteilen, dass das alles in Ordnung ist. Dass solche aufrechten Demokraten, wie wir sind, aufrechte Kämpfer gegen jeden Faschismus, dass die dann auch noch als bekannte Neonazis bezeichnet werden. Es ist ein Wahnsinn. Und da müssen wir immer Widerstand leisten. Niemals aufgeben, Freunde. Und ich sag's euch, Bayern ist auch nicht mehr das, was es früher mal war. Ja? Also ich habe ja mit der Tochter von Franz Josef Strauß, der Monika Hohlmeier, war ich mal in der CSU. Aber da musste ich merken, dass die nicht mehr so ist wie früher. Da hat mir der Chef der Münchner CSU gesagt, ohne muslimische Wählerstimmen werden in Zukunft keine Wahlen mehr gewonnen.
Ja? Merkt ihr was? Die machen jetzt schon Pro-Islam-Politik, weil sie sich jetzt schon die Wählerstimmen der Zukunft sichern wollen. Weil sie an den Futtertrögen der Macht hocken bleiben wollen. Und deshalb Pro-Islam-Politik. Was haltet ihr davon? Und Bayern ist das Land, wo eine Claudia Fatima Roth den... Volksverräter, richtig. Wer eine Pro-Islam-Politik macht, begeht Volksverrat, ganz klar. Weil der Islam all das, was wir hier an Errungenschaften haben, an Kultur, an Werten, an Freiheit, alles komplett ablehnt. Ja? Und in München, da wird in Bayern, da wird sogar eine Claudia Fatima Roth, ihr kennt sie alle, gell? Der Bayerische Verdienstorden verlieren. So tief ist Bayern gesunken. Ich sage euch, ich glaube, wir müssen irgendwann mal vom Osten befreit werden, weil der Westen ist schon längst links versifft. Ja, da müsst ihr mal. Ich sehe den Tag kommen. Da werden die 100.000, die früher mal in Leipzig auf der Straße waren, 89, ja, die werden sich auch hier in Dresden versammeln, in allen ostdeutschen Städten und werden rübermarschieren nach Westdeutschland und werden uns befreien von diesem linksversifften Politklüngel, der da herrscht. Wir zählen auf euch, Dresdner! Und ich möchte auch nochmal eine ganz große Gratulation für Tatjana Festeling und das ganze Pegida-Team sagen, weil 10% aus dem Stand mit so wenig Vorlauf, ja, mit so wenig Mitteln, ja, klasse Leistung. Danke Tatjana, weiter so. Wir haben in ganz Deutschland großen Respekt vor dieser tollen Bewegung. Danke Lutz, danke das ganze euer Team, was hier die ganze Arbeit macht, die vielen Helfer, die vielen Ordner, all die fleißigen Hände, die hier mitmachen. Und wir wollen an eins denken, zusammenhalten. Die Patrioten müssen zusammenhalten, wir müssen aufhören, dass wir kleinere Streitereien haben, denken, dass die Feinde draußen sind und der Feinde sind draußen viele und der Gegner weiß, um was es geht. Ja, die Moslems halten zusammen wie Pech und Schwefel, wenn es gegen uns Ungläubige geht. Und die Linken, die wollen auch dieses Land kaputt machen. Also, wir halten zusammen, wir werden am Ende gewinnen. Danke Dresden! Und jetzt machen wir einen schönen Spaziergang. Und wir lassen uns von nichts und niemanden unterkriegen. Danke, Micha. Ja, Freunde. Ich denke, es ist an der Zeit, eine Runde spazieren zu gehen. Den Micha und den unseren anderen Gästen aus Augsburg, aus München und so weiter mal unsere wunderschöne Stadt zu zeigen und wie das ist, wenn man spazieren gehen kann in einer Stadt, die noch relativ frei ist. Im Gegensatz zu München, wo er ja, wie schon erwähnt, tausende Gegendemonstranten hat, die irgendwelche Sachen wie Deutschland verrecke schreien. Also lasst uns spazieren und nach dem Spaziergang sehen wir uns alle wieder hier mit zwei weiteren interessanten Rednern und unter anderem einen Grimme-Preisträger. Also bis gleich.
steckt fest. Liebe Freunde, ich würde gern ein paar Worte an euch richten.
und etwas aus dem Nähkästchen plaudern, wie schmutzig die Hure Politik ist. Wir vom Oger-Team arbeiten jetzt mittlerweile seit nahezu 8 Monaten hart am Zusammenhalt, an den Inhalten und an der Ausrichtung von Pegida, gemeinsam mit euch. Wir haben viele Angriffe von außen, Hetzkampagnen, Fehlinformationen der Presse etc. ertragen müssen. All dies haben wir gemeinsam erfolgreich gemeistert. Auch einen Angriff von innen. Auch ein Angriff von innen, der damals im Februar zur Spaltung von Pegida führte, er hat uns nicht weiter schaden können. Heute stehen wir wieder an einem Punkt, an dem unsere Bewegung von innen gespalten werden soll. Es ist wieder eine Frau, sie ist wieder jung, sie ist wieder unerfahren und sie versucht, die verschiedenen Gida-Ableger in ganz Deutschland auf ihre Seite zu ziehen für eine neue Bewegung. Dazu muss man erklären, es war immer eine Stärke von Pegida, uns nicht auf Parteienklüngel einzulassen und nicht von diesen Vereinnahmen oder missbrauchen zu lassen. Genau dieser Grundsatz wird abermals, wie damals beim unsäglichen ersten Gespräch mit der AfD durch Katrin Oertel, wieder missbraucht im Prinzip. Die junge Frau hat versucht, erst in Bayern Pegida zu spalten und an sich zu reißen. Das ging natürlich schief und so wechselte sie in das Oertel-Lager, was DDFE dann war. Dann hat sie hin und her gewechselt zu Freie Bürger für Frankfurt und Heidi Mund unterstützt. Dort wurden offensichtlich die Pläne auch durchschaut und siehe da, sie startet die nächste Aktion, die sich diesmal irgendwas mit Widerstand nennt. Das Orga-Team dieses Widerstandes besteht unter anderem aus 2 AfD-Funktionären und 3 Leuten aus der Partei Die Freiheit. Was noch viel schlimmer ist, sind aber die Parteien und Organisationen, welche wie Schmeißfliegen da herumfliegen und drumherum schwirren. Das sind unter anderem Pro-Deutschland, Pro-Bayern, Pro-Baden-Württemberg, die Republikaner und natürlich auch die NPD. Eine Hauptrolle spielt interessanterweise abermals die AfD. So hat sich die Oberspalterin Esther Seitz nur wenige Tage vor der OB-Wahl in Dresden, vor Tatjanas Versuch, hier in Dresden was zu verändern, mit dem AfD-Kandidaten Vogel und der sächsischen Führungsspitze der AfD getroffen. Dort wurde eine Allianz gegen Pegida geschmiedet und zur Sicherung der eigenen Zukunft, denn, so verkündet Frau Seitz stolz ihren Spalterkollegen, da ich ja gegen die AfD in Dresden schieße, welche gerade beschließen wolle, alle Mitglieder besagter Freiheit lückenlos in die AfD durchzuwinken, wenn diese denn wollen. Aha. Es werden also Parteien hin und her geschoben. Interessante Geschichte. Da sichern sich also einige Leute schon Posten und missbrauchen dafür, also für den eigenen Vorteil unter anderem das Vertrauen vieler Patrioten und verschiedenster Bewegungen, unter anderem auch von Hooligans, welche sicher nicht wissen, dass sie ihren Kopf für die Posten und die Selbstprofilierung einer Kollegin Seitz und ihrer Schergen hinhalten sollen und dass eine Eskalation bei der unsäglichen Veranstaltung, welche in Frankfurt stattfinden soll, intern sogar von der Führung vom Orga-Team dort begrüßt wird und heiß erwartet wird, um zu zeigen, wie schlimm die Linksfaschisten sind, was sie zweifellos sind. Aber deswegen darauf zu hoffen, ist trotzdem der falsche Weg, denn Pegida steht wie immer für Friedlichkeit. Von der AfD wurde Kollegin Seitz im Gegenzug für die Spaltung angeboten, nach Dresden zu ziehen. Man wolle sie unbedingt in der AfD hier in Dresden haben, zumindest brüstet sie sich damit. Eine Stellungnahme hierzu von Herrn Vogel werden wir im Laufe der Woche anfragen. Mal sehen, was die dazu sagen. Das ist alles sehr interessant und zeigt abermals, womit sich eigentlich die AfD hier in Sachsen so befasst oder fast bundesweit. Es ist erneut kein Thema, welches im Sinne der Bürger und der Wähler und der kleinen Mitglieder der AfD, die wir alle sehr gern und immer hier begrüßen, sondern es ist wieder nur Postenschieberei, um die eigenen Sitze zu retten. Sollte Pegida nämlich noch stärker oder gar eine Partei werden, sehe es nämlich ganz schlecht aus. Und da habe ich die perfekte Überleitung zu unseren Plänen für die Zukunft.
Ich werde immer wieder gefragt, wohin soll die Reise gehen, was habt ihr vor, was habt ihr für Ziele und so weiter und so weiter. Und da lassen wir doch mal die Katze aus dem Sack. Natürlich gibt es bei uns mittelfristig Pläne, einen parlamentarischen Arm aufzubauen und Pegida in den Landtagen zu etablieren. Da Pegida aber, wie immer, innovativ ist und andere Wege geht, lassen wir momentan alle Möglichkeiten prüfen, wie wir das am besten bewerkstelligen können, ohne uns des altbekannten Parteiensystems zu bedienen. Wir sind nämlich eine Bürgerbewegung. Eine Möglichkeit, die wir da prüfen lassen, ist eine Vereinigung von Direktmandatsbewerbern, welche alle von Pegida unterstützt antreten könnten, zum Beispiel bei den Landtagswahlen nächstes Jahr in Baden-Württemberg. Das wäre eine Möglichkeit. Da muss man nicht unbedingt eine Partei sein. Natürlich bleibt aber auch die Möglichkeit einer Partei, welche allerdings eine Satzung erhalten soll, bei der die Basis der Partei, die Mitglieder, mehr Mitbestimmung ausüben können, um eine zweite Lücke AfD zu verhindern. Diese Satzung wird momentan geprüft, ausgearbeitet, für den Fall, dass wir uns für diesen Weg entscheiden sollten. Unser Plan vorzugsweise ist aber, wie gesagt, der Plan einer Direktmandatsvereinigung von Leuten, die direkt gewählt werden können. Direktmandat, das Wort sagt es. Bis das alles soweit ist, werden wir weiter hart arbeiten und Stück für Stück über kommunale Arbeit das bereits bei euch, bei den unseren Anhängern gewonnene Vertrauen durch kleine Erfolge festigen und ausbauen. Das ist unser Ziel. Im Moment arbeiten wir gerade an einem Bürgerbegehren auf Landesebene, welches sicherlich gute Chancen hat und welches auch für Linke sicherlich unterstützungswürdig sein dürfte. Wir hoffen, dass wir bereits kommende Woche damit starten könnten und dass wir am Tage des zweiten Wahlganges in Dresden, und da seid ihr wieder auch gefordert, Teams vor den Wahllokalen platzieren können, um Unterschriften zu sammeln. Das wäre doch mal eine Möglichkeit, wo sowieso die Menschen aus dem Haus kommen. Finde ich zumindest. Da ist dann wieder unser aller Zusammenhalt und unser aller Mitarbeit gefragt. Wir können damit ein weiteres Mal die Kraft und vor allem die Einigkeit von Pegida und von den Bürgern demonstrieren. Und da habe ich schon die nächste wunderbare Überleitung. Und zwar zu jemandem, der jetzt nach mir sprechen wird, der auch viel Erfahrung schon hat. Unter anderem trägt er den Grimme-Preis. Ich begrüße auf der Bühne Thorsten Preuß. Schnell, schnell, schnell. Das Mikro. Ist das hier? Okay. Puh. Den Grimme-Preis gab es mal für die Chronik der Wende, sage ich jetzt mal hier. Die Chronik der Wende, kennt die jemand bestimmt? Ich hoffe, die 70 Teile haben wir gemacht über die Ereignisse 89. Okay, aber das auch nur, weil Lutz jetzt das gesagt hat. Ich bin eigentlich gekommen, um diese ganze Bewegung in die Zukunft zu bringen. So. Und so habe ich heute hier mit meinem Beitrag... Nutze ich zumindest die Gelegenheit und versuche es einfach mal. Ich fange an, Lutz sagt, wir sollen uns kurz halten. Jeder will machen, nach mir ist auch noch einer dran. Also mein Name ist Thorsten Preuß. Ich bin fast 52 Jahre alt wie jung und hier geboren, als Dresden noch das Tal der Ahnungslosen, das Berühmte war. Dafür werden wir heute noch ausgelacht, ich weiß. Aber ich war eigentlich immer stolz drauf und das ist unser großer Vorteil immer noch, denke ich. Denn so mussten wir uns schon damals immer unsere eigene Meinung bilden. Und dass dieser Wille überlebt hat hier in Dresden bei uns, sieht man bis heute Montag für Montag hier nach dem Motto Dresden zeigt, wie es geht. Einfach raus auf die Straße und sagen, was man denkt. Stimmt's? So ist es. Schnauze aufmachen. Noch mehr.
Also okay, einfach raus auf die Straße und sagen, was man denkt. Nur das haben wir damals gemacht, das machen wir heute, lassen wir uns auch nicht mehr nehmen. So. Und ich muss noch sagen dazu, ich war später in meinem Leben mal 8 Jahre mit meiner Familie in Australien. Ein bisschen Beifall für Australien, das sind auch Vorbilder für uns sozusagen. So, und das hat mich ähnlich geprägt wie die Zeit früher in der DDR. Nur andersherum im Lucky Country, wie Australien heißt, weil es dort niemanden gibt, der eine andere Meinung unterdrückt. Und so stehe ich jetzt hier mit all meinen Lebenserfahrungen, denn diese Bühne hier ist in Deutschland zurzeit die einzige Bühne, auf der wirklich jeder sagen kann, was er will. Genau, sag ich mal. So wie ich heute. Denn obwohl Australien, muss ich ehrlich sagen, inzwischen unsere zweite Heimat geworden ist, bleibt Deutschland auch immer unsere erste. Hier sind wir geboren. Hier kommen wir her. Hier sind wir geworden, was wir sind, nämlich Deutsche. Ganz einfach, ne? Und glauben Sie mir, nicht mal am anderen Ende der Welt ist das zu verleugnen. Und schon deshalb liegt mir Deutschland bis heute am Herzen. Das merkte ich mal wieder, als die ersten Demos hier losgingen und ich mich freute, dass endlich wieder etwas Bewegung in unser eigentlich so schönes Land kommt. In welche Richtung das gehen könnte, auch darüber gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Und meine darüber ist eben die. Und ich nenne es, und das ist jetzt nicht bloß für hier, für Dresden, sondern es geht an alle. Deswegen heißt es ab jetzt hier Dresdner Brief an alle Deutschen. Den will ich jetzt hier vortragen. Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, liebe Landsleute, dieser Brief heute hier ist so etwas wie ein Appell. Ein Appell an alle Deutschen, den Weckruf aus Dresden hier endlich mal als ein Signal zu verstehen. Das Signal für die Wende Teil 2, das stimmt, die wieder hier von Sachsen ausgeht. Aber diesmal als gesamtdeutsche Veranstaltung, in der jeder Deutsche aufgerufen ist, mitzumachen. Damit wir als Land wie als Volk den Herausforderungen und den Gefahren, die uns heute hier in Deutschland, in Europa und der ganzen Welt begegnen, gewappnet sind, militärisch, politisch, wie moralisch. Denn die Probleme dieser Welt, die werden nicht kleiner werden. Und so sind die Montagsdemonstrationen hier in Dresden auch nicht gegen den Islam gerichtet, sondern zuallererst an Deutschland. Und was passiert? Das, was inzwischen immer und schon wieder in Deutschland passiert, wenn eine andere Meinung geäußert wird, die nicht der veröffentlichten Meinung entspricht, so sind wir inzwischen, ich sag mal jetzt hier, eine Oweia-Gesellschaft geworden. Oweia, hat er jetzt wirklich gesagt, dass unser Fernsehen grauenhaft ist? Hat er gesagt. Oweia, hat er jetzt wirklich geschrieben, Deutschland schafft sich ab? Um Gottes Willen. Oweia, hat er jetzt wirklich zugegeben, dass in Afghanistan Krieg ist? Oweia, haben die jetzt wirklich gesagt, dass der Islam eine Bedrohung ist? Dann ist der Aufschrei sofort riesengroß. Die Wahrheit soll in Deutschland lieber nicht mehr geschrieben oder gesagt werden. Schon gar nicht öffentlich und? Schon gar nicht öffentlich-rechtlich, stimmt's? Und so gilt heute in Deutschland schon wieder, jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Und das ist nicht nur peinlich, sondern auch gefährlich für uns. Denn jedes Land und erst recht jedes Volk, für das dieser Spruch gilt, ist arm dran. In einer Diktatur, das wissen wir, ist das normal. Aber wenn der auch in einer Demokratie gilt, dann ist sie keine mehr. Oh, ja, stimmt, stimmt's oder nicht? Und auch dafür, liebe Landsleute, gehen die Menschen hier immer wieder auf die Straße. Denn jeder Widerstand fängt mit Widerspruch an. Und der ist heute hier wieder dringend nötig. Das hört man nicht nur in Dresden, sondern im ganzen Deutschland sind Millionen inzwischen der Meinung, dass irgendetwas nicht mehr richtig läuft in unserem Land. Politisch wie moralisch, geistig wie kulturell. Sonst hätte Gutenberg nicht über Nacht Kanzler werden können, die Piraten nicht die Parlamente geändert und es wäre auch keine Alternative für Deutschland nötig, aber so scheint der Frust über unser politisches System mal wieder so groß wie der Wille, es zu verändern. Und das gelingt, wie immer, am einfachsten, wenn wir damit bei uns
selbst beginnen. Denn in Deutschland, meine Damen und Herren, in Deutschland sind nicht die Ausländer das größte Problem, sondern wir Deutschen. Und warum? Weil wir keine mehr sind. Und warum sind wir keine mehr? Weil niemand mehr mehr da ist. Jetzt haben wir es, wir sind nicht mal ich fast noch da. Weil niemand mehr da ist, der uns daran erinnert. Und jede Diskussion, was Deutschsein eigentlich bedeutet, von den Bekannten wie Unbekannten in Politik wie in den Medien kaputt geredet, kaputt geschrieben oder kaputt gesendet wird, bevor sie überhaupt beginnen kann. So wie in den Reaktionen auf Dresden und den Menschen, die hier auf die Straße gehen, also Sie, im Namen des wichtigsten Menschenrechts auf Erden. Also nochmal, die hier in Dresden auf die Straße gehen, im Namen des wichtigsten Menschenrechts auf Erden, das Recht auf Meinungsfreiheit, das wusste schon der liebe Gott, am Anfang stand das Wort, deshalb ist es ja auch das Erste, was einem in einer Diktatur genommen wird, stimmt's? Damit nicht ausgesprochen werden kann, was nicht ausgesprochen werden darf, aber was nicht mal in einer Diktatur funktioniert hat, hat in einer Demokratie erst recht keine Chance. Und so sind die Menschen in Dresden ja weder Nazis, noch gehören sie einer Mischpoke an, die Rattenfängern folgen, sondern sind diejenigen in unserem Land, die schon wieder als erstes auf die Straße gehen, damit Deutschland endlich wirklich ein einig Vaterland wird. Damit Deutschland endlich. Immer wieder schön zu hören. Oh Gott. Also, damit Deutschland endlich wirklich ein einig Vaterland wird. 25 Jahre später ist es ja endlich Zeit dafür, militärisch, politisch wie moralisch. Und die Moral unserer Geschichte ist, dass Deutschland immer dann das beste Land der Welt ist, wenn auch hier die zwei wichtigsten Grundlagen einer friedlichen Gesellschaft gelten. Und das sind ganz einfach Freiheit und Gerechtigkeit, was ganz einfach bedeutet, dass jeder Mensch, solange er das eine Mal existiert, tun und lassen kann, was er will mit sich und seinem Leben. Hauptsache, er geht dabei niemanden auf den. Dann wird er bestraft. Und so kommen Freiheit und Gerechtigkeit zusammen. Und dafür steht Deutschland heute. Und jeder, der will, dass das auch in Zukunft so bleibt, muss ich in Zeiten wie diesen mal wieder entscheiden. Stimmt's? Auch wenn das schwerfällt, uns Deutschen, weil wir lieber ja immer erst nochmal dichten und nochmal denken, als einfach zu sagen, wofür man steht. Aber wenn man nicht mehr weiß, für was man eigentlich steht, weiß man auch nicht mehr, was man eigentlich verteidigen soll. Und auch deshalb gehen die Demonstrationen wieder zuerst hier im Osten los. Denn Freiheit und Gerechtigkeit weiß immer nur der wirklich zu schätzen, der sie wirklich schon mal vermisst hat. Und der weiß auch, dass man seine Freiheit ab und zu verteidigen muss gegen Faschisten, gegen Kommunisten, gegen Islamisten und alle anderen auch, die schon wieder wollen, dass wir leben sollen wie sie. Wir wollen nicht. Wir wollen weiter so leben, wie wir leben. Denn das ist unser Land. Und dazu, meine Damen und Herren, aber, also wir wollen nicht, wir wollen weiter so leben, wie wir leben, denn das ist, wie gesagt, unser Land. Und dazu, meine Damen und Herren, dazu gehört heute am einfachsten jeder. Jeder, der hier lebt, egal welche Hautfarbe oder welchen Glauben, Hauptsache er ist Deutscher, solange er hier lebt. Und das heißt, er steht für das, was uns zusammenhält, Freiheit und Gerechtigkeit. Das ist unsere Kultur, das ist unser Glauben und den müssen wir alle gemeinsam verteidigen. Nicht
im Namen irgendeines Gottes, sondern im Namen von uns selbst. Nur wir können dafür sorgen, dass in unserem Land weiter Frieden herrscht. Dafür müssen wir aber stark sein und bleiben, statt immer schwächer zu werden, so schwach, dass wir in unserem eigenen Land unsere eigenen Regeln inzwischen eben nicht mehr verteidigen, sondern Schritt für Schritt aufgeben. Und das ist schlecht, stimmt's? Aber deshalb hat Helene Fischer auch solch einen Mega-Erfolg. Schlager ist heute die einzige Welt, in der man noch unbeschwert und ohne Sorgen deutsch sein kann. Also frei und ohne Angst zu leben. Dafür steht Deutschland. Und jeder Mensch, der das nicht will, der kann, der darf, der soll oder der muss wieder gehen. Ganz einfach. Ich bin da fertig. In Australien war und ist das eine Selbstverständlichkeit gewesen. Und auch in jedem anderen Land, in dem ich gelebt habe, war und ist das eine Selbstverständlichkeit. Nur hier nicht, im Irrenhaus Deutschland. Da wird man dafür sogar beschimpft von denen, die uns die ganzen Probleme in Deutschland wie in Europa überhaupt erst eingebrockt haben und längst selbst nicht mehr wissen, wie sie sie lösen können. Und wenn man sie daran erinnert, reagieren sie so, wie sie reagieren. Sie wollen es nicht hören. Mit Freiheit und Gerechtigkeit hat das so wenig zu tun wie mit Demokratie, denn die lebt davon. Die lebt davon, dass jede Meinung zählt. Ohne jede Angst vor dem, der eine andere hat. Die haben wir hier im Osten schon mal erfolgreich besiegt und dasselbe steht heute ganz Deutschland bevor. In einer Wende Teil 2, damit unsere eigentlich so schöne Heimat 25 Jahre später doch noch zu einem einig Vaterland wird, in dem niemand mehr Mut braucht, um die Wahrheit zu sagen. Höchstens Verstand, denn wenn die immer gleichen Menschen, in die immer gleichen Sendungen laden, um mit den immer gleichen Argumenten über das immer Gleiche zu streiten und zu diskutieren, ohne dass dabei etwas herauskommt, wird Fernsehen eben grauenhaft. Und wenn die Probleme und Befindlichkeiten von Ausländern wichtiger werden als die der Inländer, dann schafft sich ein Land ab. Und wo geschossen und gestorben, geschrien und geweint wird, ist Krieg. Und wenn der im Namen einer Religion geführt wird, dann ist sie eine Bedrohung, so lange bis sie wieder friedlich wird. Besonders intelligent muss man dafür eigentlich nicht sein. Und glauben Sie mir, das wissen auch die meisten Journalisten wie Politiker, deren Job ja eigentlich ist, die Wahrheit zu schreiben, zu senden oder zu sagen. Gerade die unbequeme. Aber dafür fehlt auch den meisten Journalisten wie Politikern unter uns längst der Mut oder der Wille, wenn sie lieber PK für politisch korrekt sind, also lügen. Deshalb ist ja jede politisch korrekte Politik auch immer so verlogen und jeder politisch Korrekte ein Lügner, der die Wahrheit verdrängt, weil sie nicht in sein Weltbild passt. Dabei, meine sehr geehrten Damen und Herren, muss es ja genau andersherum sein. Also wieder selbstverständlich werden, dass politisch korrekt nicht lügen, sondern die Wahrheit sagen ist. Denn sonst werden die Probleme ja nicht gelöst, weder in Deutschland noch in Europa, sondern sie werden immer nur noch größer, militärisch, politisch wie moralisch. Das lässt sich weder verleugnen noch verschweigen und trotzdem passiert es jeden Tag hier. Angeführt von den vielen, nicht bloß links-rot-grünen, da gibt es überall welche, angeführt von den vielen Meinungsterroristen in Politik wie in den Medien, die auf jeden schießen, der eine andere hat. Das sind die wahren Antidemokraten, die sind die Gefahr für unser System. Volksvertreter! Volksvertreter!
Ja, aber warum? Warum ist und bleibt denen Deutschland immer schon scheißegal? Weil sie für das, für was Deutschland eigentlich steht, noch nie was übrig hatten. Sonst würden sie sich nicht jeden Tag aufs Neue wieder dagegen entscheiden. Und das, liebe Landsleute, muss endlich aufhören. Auf der Straße, in den Medien, wie in der Politik, schon im Namen unserer Kinder, denn die nächste Generation ist immer nur so mutig oder klug, ängstlich oder dumm wie die, die sie aufzieht. Also müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Nur so können wir uns ein Leben in Freiheit und Gerechtigkeit auch in Zukunft bewahren. Man muss nur immer wieder mal daran erinnern, so wie ich heute es versucht habe. Und wenn Sie der gleichen Meinung sind, dann vergessen Sie ab jetzt alles, was Sie bisher dazu gelesen, gesehen und gehört haben und benutzen einfach wieder Ihren eigenen Kopf und Ihre eigene Stimme, wenn es um uns, also Deutschland, geht. Ohne jede Angst dabei, denn wir sind die Guten. Danke. Das waren deutliche Worte. Vielen Dank, also das Kopf einschalten. Ich glaube, das haben schon mehrere zigtausend angefangen bei Pegida, beim Mitlaufen mit verschiedenen Bürgerbewegungen. Und ich habe jetzt noch die Ehre, einen Gastredner aus Cottbus zu begrüßen, den Harald, der, glaube ich, relativ nahtlos anknüpft an das von Thorsten Gesagte. Herzlich willkommen, Harald. Schönen guten Abend, liebe Freunde. Es ist natürlich sehr schwer, nach diesen hochkarätigen Rednern, der Michael, die Tatjana und jetzt der Thorsten, dann hier als normaler Bürger zu sprechen. Aber trotzdem sage ich ein freundliches Hallo und sage Hallo Dresden! Also ich bin Harald, 71 Jahre, komme aus Cottbus, aus dem benachbarten Bundesland Brandenburg. Aber zu mir. Ich bin auch Flüchtling, ich bin Heimatvertriebener. Das war natürlich im Kindesalter. Meine Eltern waren ganz einfache, aber arbeitsame Menschen und ich war ältester von 4 Geschwistern. Meine Eltern kannten den Krieg und seine Auswirkungen. Kämpften dafür, dass es sozial gerecht auf dieser Welt zugeht und auf gar keinen Fall wieder irgendwann einen Krieg von deutschem Boden gibt. Auch deswegen war ich bei allen Montagsdemonstrationen vor der Wende in Cottbus mit dabei. In der Oberkirche, vor der Stadthalle und auch beim Marsch auf die Stasi-Bezirkszentrale. Einen Sturz oder eine Beseitigung der DDR wollte ich damals nie. Aber auch keine unbedingte und sofortige Angliederung an die Bundesrepublik. Ich wollte gegen das immer mehr verlogene System an der Spitze mit angehen. Wollte eine bessere und gerechtere DDR. Nach der Wende erst skeptisch, dann später überzeugt von diesem Staat, stellte ich fest, dass diese Bundesrepublik nicht das absolut perfekte System ist, aber vielleicht das kleinere Übel. Und jetzt stehe ich wieder hier. Das habe ich mit vielen von euch hier Versammelten gemeinsam und wieder wie zur Wende 1989 finden sich zehntausende Menschen in Deutschland friedlich zusammen, weil sie mit dem, was sie jetzt in unserem Land sehen, und erleben, einfach nicht mehr einverstanden sein können. Wieder werden diese Menschen gehetzt. Wieder werden uns unterstellt, dass wir uns nur verführen lassen. Mein Gott, kann ich da nur sagen, wie sich das doch alles gleicht. Ich bin am 1. Dezember letzten Jahres über 100 Kilometer gefahren, um mir mal ein Bild von diesen verwirrten Köpfen, den rechtsgerichteten Kreisen, den Ausländerhassern, den Hooligans und den Islamhetzern zu machen. Und was war ich bei meiner Ankunft? Tausende friedliche Menschen, die Bevölkerung querbeet.
Ich habe bei der Demo keine verbotenen Platten, hetzerische Plakate oder Banner gesehen. Es gab keine niveaulosen Pfeifkonzerte mit Trillerpfeifen und kein provokatorisches Gebrüll. Keine Flaschen, kein Pflasterstein wurde geworfen, kein Polizist wurde beleidigt oder körperlich angegangen. Polizeiautos standen mitten in unserer Menge und die Polizisten saßen ruhig darin. Auf dem gesamten Spaziergang wurden wir von keinen Polizisten, wie etwa bei den Gegendemonstranten, begleitet. Ruhig und gelassen gingen an den Seiten eingesetzte Ordner von uns mit. Das hat mich damals gleich beeindruckt. Das ist Demonstrationskultur. Und auch deshalb gehe ich weiter jeden Montag hier in Dresden mit. Anders damals auf der gegenüberliegenden Seite. Ihr wisst, wer am 1. Dezember dabei war beim Skaterpark, der Grünstreifen. Ich sah Polizisten, wie sie sich mit diesen Leuten ein Laufduell lieferten. In voller Schutzbekleidung, Helm, Nackenschutz, Handschuhe, Knieschoner. Polizeiwagen an Polizeiwagen standen bereit, überall flackerte gespenstisch Blaulicht. Das sind also die Leute, die unsere Politiker und Verantwortlichen hofieren, die sie zu den Demonstrationen gegen uns böse Pegida-Teilnehmer aufrufen und sich auch in jeder Hinsicht unterstützen. Ja, da kamen mir schon Zweifel auf. Wenn das die Verteidiger und die Zukunft unseres demokratischen Deutschlands sein sollen, dann Deutschland wird mir doch etwas bange. Bei uns hier, liebe Freunde, werden keine Scheiben eingeschnitten, werden keine Straßenschilder demoliert, keine Polizisten als Bullenschweine bezeichnet oder scheiß Staat oder Deutschland verrecke gebrüllt. Bei uns werden keine Polizeiautos demoliert, keine Farbbeutel geworfen und auch keine Barrikaden errichtet. Und liebe Freunde, ich bin stolz darauf, dass es hier bei uns weiterhin so friedlich zugeht. Ich habe mit einer Vielzahl in den letzten Monaten von euch gesprochen und mich nett unterhalten. Wohl jeder hat wohl etwas andere Beweggründe, um hier teilzunehmen, oft mit viel zeitlichem und finanziellen Aufwand. Die absolute Friedlichkeit unserer Zusammenkünfte und dazu noch die Zusammensetzung unserer Teilnehmer, vom Jugendlichen bis zum Rentner, vom Azubi bis zum Diplom-Ingenieur, vom Arbeiter bis zum Firmenchef, das irritiert unsere derzeit Regierenden, die ständig von primitiven Aktionismus beherrscht werden. So langsam muss die Frage gestellt werden, muss sich in diesem Land die noch regierende Spitze eine andere Bevölkerung suchen oder sollte sich das Volk eine andere Regierung suchen? Es gäbe noch sehr viel zu sagen und ihr lest es auch täglich. Ich meine unsere Medien. Da wurden und werden Schmutzkübel von Verleumdungen über uns ausgegossen, werden Tatsachen verdreht, Falschaussagen und direkte Lügen über uns verbreitet. Weiß man es nicht besser oder will man damit Teile der Bevölkerung gegen uns aufbringen? Ich glaube beides. Es wird in den Medien verdreht, weggelassen, gehetzt, gelogen, dass sich die Balken biegen. Zu allen politischen Brennpunkten, nicht nur über Pegida. Wenn früher einmal eine Falschmeldung in den Medien vorkam, dann nannte man das eine Ente. Aber inzwischen fliegen ganze Schwärme von Enten durch die deutsche Medienlandschaft. Karl Eduard. Lügenpresse! Lügenpresse! Lügenpresse!
Eckhard von Schnitzler, in der DDR damals auch Sudelede genannt, war ein kleines Licht gegen unsere heutigen Medien. Und wenn wir hier manchmal laut Lügenpresse rufen, dann ist doch das nur die halbe Wahrheit, liebe Freunde. Denn wir tun den Leuten von der schreibenden Zunft doch Unrecht. Wir beziehen dann nämlich auch die gesamten Medien, also auch den Rundfunk und das Fernsehen mit ein. Oder wie seht ihr das? Wir haben schon einiges mit diesen unseren Medien erlebt. Erst wurden wir Anfang Dezember absolut negiert. Pegida wurde in keiner Weise irgendwie erwähnt. Am darauffolgenden Montag, am 8. Dezember, als dann über 10.000 Teilnehmer hier waren, konnten wir aber nicht mehr ignoriert werden, konnte man uns und die Pegida-Bewegung nicht mehr totschweigen. Jetzt kam das andere Extrem, typisch für unsere Politik. Man überschlug sich förmlich, hetzte mit allen nur möglichen und unmöglichen Mitteln, diskriminierte, beleidigte die Organisatoren unserer Bewegung und auch uns Teilnehmer. Das widerliche Vokabular unserer Politiker und der gleichgeschalteten Medien uns gegenüber kennt ihr alle. Eines aber habe ich doch manchen derzeitigen Politikern und ihren Abnickern und Ja-Sagern voraus. Meine Meinung, meine gesagte Meinung ist ehrlich. Liebe Freunde, was uns eint, ist die übergroße Sorge, was derzeit mit unserem Land und in der Welt passiert. Das ist es aber auch, was uns verbindet. In Dresden geht es darum, diese Frau Stange als OB und damit Rot-Rot-Grün in dieser wunderbaren Stadt Dresden zu verhindern. Und ich bin mir ganz sicher, auch mit unserer Hilfe werden wir das erreichen. Wir werden für unsere gerechte Sache weiterhin einstehen. Wir werden uns ohne Scheu dazu bekennen, dass wir Pegidianer sind. Wir vertreten mit Stolz unsere ehrliche Meinung, denn wir sind das Volk. Danke. Vielen Dank, Harald. Also heute war ja wirklich eine Ansammlung von hochkarätigen Rednern hier wieder. Es war eine Freude, heute wieder durch... Vielen Dank nochmal an den Micha, vielen Dank an den Thorsten Preuß, vielen Dank an den Harald, vielen Dank, Tatjana. Ganz großes Kino, das ist genau das, was wir brauchen, um wieder Woche für Woche zu zeigen, dass wir erst am Anfang sind und gekommen sind, um zu bleiben. Das hoffe ich, dass alle wieder kommen. Und damit sind wir schon fast am Ende des heutigen Abends wieder. Es ist nach wie vor auch beim, ich glaube, 32. Mal Gänsehaut-Feeling, euch zu sehen und in eure Gesichter zu schauen. Das ist traumhaft. Deswegen lasst uns gemeinsam traditionsgemäß unsere Hymne singen. Und dafür übergebe ich wie immer an den Kai. Guten Abend, Dresden! So, erstmal schöne Grüße an meinen Sohn, der hat heute Geburtstag. Ich darf leider nicht dran teilnehmen, hat die Mutter so entschieden. Naja, aber dafür singe ich für ihn mit. Also, liebe Freunde, lasst uns singen. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind
Kind des Glückes Sohn der Pfand, blühem Lanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland, blühem Lanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Ihr wart immer besser! Bis nächsten Montag, Freunde! Ja, vielen Dank. Bis nächsten Montag. Selbe Stelle, selbe Zeit. Wieder mit ein paar ganz Hochkarätern, die uns besuchen werden. Vielen Dank. Ich erkläre die Veranstaltung für heute wieder für beendet. Danke, Dresden!